Autofahren ist beschissen. Autos machen Dreck und deshalb müssen sie weg. Und mit der Meinung stehe ich nicht alleine da. Ich brauche Privatauto. Ja, Sie dürfen ja weiterhin das Auto privat nutzen, aber eben nur noch 12 Mal im Jahr. Na, wie soll das funktionieren? Geht ja gar nicht. Warum geht das nicht? Ich brauche das jeden Tag. Aber wofür? Na, ich bin Fußballleger. Ich brauche das jeden Tag. Ich bin Oberherr, muss umherfahren und alles. Ja, aber das können Sie auch mit dem Bus machen oder mit der S-Bahn. Ja, wach, ihr spinnt da. Wer sich nämlich daran nicht hält, kann bestraft werden. Und zwar bis zu 100.000 Euro. Das ist immerhin besser als Gefängnis. Ja, das ist richtig, ja. Bestimmt die Grünen, sie haben diese Gesetze. Die sind doch nicht mehr grün, die sind noch grüner als grün. Der Bürger hat nicht mehr zu sagen in Deutschland. Komisch, ja. Vor allem auch für die jungen Leute. Ja? Für die jungen Leute so, die wollen ja ein bisschen prahlen, sage ich mal hier. Und prallen oder prahlen? Prahlen. Sie stehen ja mehr im Stau, als dass Sie mit dem Auto fahren in der Innenstadt. Da hinten, wie wir es sehen, ist ja ein bisschen mal öfter Stau. Da kenne ich viele Abkürzungen, damit ich den Stau da vermeiden kann. Dann könnte ich auch von hinten links aus... Durch die Wohngebiete eher so? Durch die Wohngebiete eher. Durch die Wohngebiete. Und das ist es ja, was nicht gut ist. Warum nicht? Also was ist für Sie schlimmer, Corona oder Auto abgeben? Naja, das Auto abgeben. Man verliert ein bisschen Freiheit. Genau. Und damit gebe ich zurück in die Kfz-Werkstatt zu Ingmar Stadelmann.